بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ohne Zweifel die letzten 10 Tage von Ramadan sind die vorzüglichsten Nächte und das die Nächte die Allah azawajal am meisten liebt und dort die guten Werke was man tut für Allah azawajal werden am meisten belohnt und für diese letzten 10 Nächte von Ramadan gibt es bestimmte Verhalten und Urteile, was jeder Muslim wissen muss. Das erste Angelegenheit ist, dass man soll in den letzten 10 Nächten seine Anbetungen zu Allah Azza wa Jalla vermehren. Denn es wird berichtet in Hadith Bukhari und Muslim, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat, wenn das letzte Monat oder die letzten 10 Tage eingetroffen ist, dann hat er die ganze Nacht durchgemacht. Das heißt, vorher hat er geschlafen und aufgestanden und Ibade gemacht. Aber wenn das letzte 10 Nächte von Ramadan gekommen ist, nach Salatul Isha bis zum Fajr, er hat nicht mehr geschlafen, sondern hat diese letzte 10 Nächte durchgemacht. Plus, er hat dann die letzte 10 Nächte seine Familien auch aufgeweckt. Das heißt, in den ersten 20 Tagen hat er die Familie nicht aufgeweckt, dass sie mit ihm die Anbetungen machen sollen. Und bei den letzten 10 Tagen hat er das gemacht, hat er sie aufgemacht. Und er hat seine Gürtel streng zugemacht, das heißt, er hat dann nicht mehr Geschlechtsverkehr zu seinen Familien gemacht. Auf sein Essen und Trinken hat er dann nicht mehr viel verlangt, sondern hat ganz seine Shahawat, seine Gelüste aufgegeben und sich nur noch vollständig zu Allah Azza wa Jalla gegeben. Das war das erste Hadith, was in Bukhari und Muslim ist. Die zweite Hadith, was immer Muslim, rahimahullah, auch überliefert, sagt er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich immer bemüht hat, aber seine Bemühungen in der Anbetung, die Lobpreisung, wie er sich zu Allah azza wa jalla verhalten hat, in den letzten 10 Nächten von Ramadan, waren ganz besonderlich, ganz besonderlich. Warum? Weil in diesen letzten 10 Tagen ist eine Nacht vorhanden, was Laylatul Qadr ist. Und Laylatul Qadr ist die Nacht, wo der Koran al-Karim erste Mal offenbart worden ist. Und das ist eine gewaltige Gelegenheit, was Allah azza wa jalla das im Koran al-Karim erklärt. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Wir haben den Koran in der Nacht von Qadr offenbart. Deswegen nennt Allah azza wa jalla auch diese Nacht als Mubaraka, segenreich. Das heißt, diese Nacht wird sehr, sehr nützlich sein. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna mundirin. Das heißt, dass es in der heiligen Nacht, was es segenreich war, wurde es offenbart. Und das zeigt, wie wichtig diese Nacht ist. Deswegen sagt in einem Hadith, was es von Bukhari Muslim überliefert, man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Derjenige, der in der Nacht von Laylatul Qadr aufsteht und Gebete verrichtet und mit voller Iman, Überzeugung diese Nacht verbringt, so wird Allah Azza wa Jalla ihm seine ganze Sünden, was er vorher gemacht hat, ihm tilgen, vergeben. Deswegen, in dieser Nacht, liebe Brüder, müsst ihr wissen, ist eine komplette Sure offenbart worden. Das heißt, nicht nur eine Vers offenbart worden, sondern bei Laylatul Qadr ist das Suratul Qadr komplett offenbart worden. Und wenn wir schauen, was bedeutet Al-Qadr, damit ist gemeint, dass wird in dieser Nacht die Leben und der Rizq, Jahresversorgung wird in dieser Nacht vorgeschätzt. Das heißt, die Engel kriegen den Auftrag, in dem Moment wissen die Engel, was der Mensch, wie viel von Versorgung er bekommen wird und wann sein Todestermin ist. Das heißt, die Engel wissen nicht die Verborgenen. Erst wenn Allah ihnen das offenbart und ihnen das freigibt, die Information, erst dann wissen sie das. Das heißt, wird jedes Jahr freigegeben eine bestimmte Information an die Engel, was sie zu tun haben. Das heißt, unsere Leben, ob wir noch ein Jahr weiterleben werden oder nicht, wird in der Nacht von Laylatul Qadr geschrieben. Und wann der Mensch, wie viel er essen wird und trinken wird, die Versorgung wird in dieser Nacht entschieden. Deswegen ist das eine gewaltige Sache, dass man dort diese Nacht, wo das entschieden wird von Allah Azza wa Jalla, dass man in Ibade ist und in der Anbetung ist, in der Reue ist. Und auch was über Laylatul Qadr gesagt worden ist, um die Nacht festzustellen.
Das heißt, kann man die letzten 10 Tage, wo der Redner gerade ist, feststellen oder nicht? Die richtige Meinung ist, man kann es nicht feststellen. Man kann es nicht feststellen, sondern es ist in den letzten 10 Tagen bei den ungeraden Zahlen. Das heißt, entweder 21. Nacht, 23. Nacht, 25. Nacht, 27. Nacht oder die 29. Nacht. Und der Prophet sallallahu hat es schon erlebt, als es 27. Nacht war. Und die Wahrscheinlichkeit bei einigen Gelehrten, dass es öfter 27. Nacht passieren wird, wird geschätzt, aber ist nicht definitiv bedeutend. Deswegen wundere ich mich bei bestimmten Menschen, dass sie nur auf die 27. Nacht konzentrieren, aber die 21., die 23., 25. und die 29. Nacht nicht ernst nehmen und nicht richtig verfolgen. Deswegen gibt es da auch große Weisheit, warum Allah Azzawajal es uns nicht offenbart hat, nicht angekündigt hat, welche Nacht das ist, damit man sich soll die letzten 10 Tage noch mehr bemühen und die letzten 10 Nächte noch mehr wach bleiben und mit nützlichen Anbetungen und mit nützlichen Sachen sich beschäftigen, damit der Mensch bei Allah Azzawajal noch eine höhere, größere Stufe bekommt, als statt nur eine Nacht sich zu bemühen. Das heißt, 10 Tage sich zu bemühen, ist anders als einen Tag oder eine Nacht sich zu bemühen. Und es gibt auch eine bestimmte Dua, was von der Sunna uns überliefert wird, von Aisha radiallahu anha, in Sunan Tirmizi, als sie gefragt hat zu dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist: O Gesandter Allah, berichte mir oder sage mir die Tat, was ich sagen soll in dieser Nacht, wenn ich diese ungerade Nächte von Ramadan, der letzten 10 Tage, bekomme. Daraufhin hat der Gesandte gesagt: So spriche, Allahumma innaka afuwun tuhibbul affa, fa'fu anni. Und sagte: O Allah, du bist derjenige, der liebt zu vergeben. So sollst du bist selber vergeben und du liebst auch das Vergebung. So sollst du mir vergeben. Und diesen Satz sollte man vermehren, und man kann allgemein jede Dua machen, was zur Reue zeigt und zur Wille zu Allah nahe zu kommen, zu sagen. Und es gibt Gelehrte, die sagen, es gibt Zeichen von Laylatul Qadr, indem man morgens, wenn die Sonne strahlt, dann sieht man nicht mehr die Strahlen. Warum? Weil es so viele Engel auf die Erde gekommen sind, weil sie hatten eine Aufgabe, sie sollten die Versorgung und das Leben von den Menschen einteilen, was Allah sich ihnen Aufgabe gegeben hat. Und nicht nur von den Menschen, von allen Lebewesen, von dem ganzen Jahr. Eine gewaltige Arbeit. Das heißt,